Herzlich willkommen bei CSR Automotive. So, es geht los. Teil 2 mit Ninas wunderschönen Mini. Wir haben die ersten Teile da und ich würde sagen, machst dich mal ans Werk. Ich schau mal an, wie es verbaust. Und nach dem Intro legen wir los, oder? Machen wir so. Alles klar, let's go. Wir haben, wie gesagt, die ersten Teile fertig und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hinten an mit unserem klassischen Heckflügel. Jo. Meint der Heckflügel ist ja schon optisch ein Hingucker bei dem Auto, oder? Ja, geht aber noch mehr. Richtig, da geht noch mehr. Laufe ich mal hier hinten ins Regal und da habe ich unseren klassischen ABS-Tiefziehspoiler. Wie gewohnt in 5 verschiedenen Oberflächen erhältlich. Wir haben uns jetzt mal für schwarz glänzend entschieden, ne? Weil wir ja einfach erstmal so das Color-Konzept vom Fahrzeug weiterführen. Aber ganz klar, im Nachhinein kannst du das Ding natürlich folieren, lackieren, wenn du willst und kannst dich da farblich austoben. Jo. Was machen wir als erstes? Passgenauigkeit überprüfen. Wichtig ist, dass man hinten bündig abschließe. Dass wir da einen sauberen Übergang haben. Guck nochmal hier unten. Da liegt er auch schön an. Ein kleines Stück könnte man sogar noch rein. Wir müssen hier noch ein bisschen weiter reingucken. Mal hier unten. Da siehst du die Klebefläche in etwa. Mhm. Und die muss natürlich vollflächig am Originalbauteil anliegen, damit wir die beste Klebekraft haben. Jetzt markieren wir uns das Ganze, damit wir wissen, wie der Spoiler perfekt positioniert sein muss. Dazu nehme ich immer gern einmal ein Klebeband und tue mal quasi die Outline hier markieren. Und dann haben wir natürlich hier später genau die Auflagefläche und müssen nicht mit groß rum positionieren, sondern er passt direkt. Das Auto hast du schon gut gewaschen, habe ich gesehen, aber wir haben noch unseren Surface Cleaner. Damit können wir jetzt noch mal die letzte fette Salze und Silikone, die eventuell noch auf dem Lack drauf sind, entfernen. Und so haben wir dann eine 100%ige Klebekraft später. Legen wir doch mal los. Ich denke mal, du hast passende Fingernägel, um die Schutzfolie hier langsam mal etwas anzuziehen. Perfekt wahrscheinlich. Ich tue ihn jetzt hier hinten mal fixieren, dass er nicht abhauen kann und groß verrutschen. Ordentlich drauf drücke. Umso mehr du drückst, umso besser pappt es direkt. 3M sagt hier in etwa 20 Kilo Anpressdruck, roundabout. Jawohl, richtig drücke. Tob dich aus. Ich kann quasi den ganzen Frust aber im Auto auslassen, oder? Im positiven Sinne auf jeden Fall, weil du tust sie verschönern dadurch, ne? Und du hast mir ja verraten, so handwerklich ist ja nicht so deine größte Baustelle, oder? Naja, also so meinen kleinen Schrank oder so, das kriege ich vielleicht gerade hin, aber ansonsten. Und was das Auto angeht, hast du da auch schon selber irgendwas drauf gemacht, oder? Wo ich vielleicht mithelfen kann, das mache ich schon, aber alles andere ist gelassen. Lass dich, wenn man machen. Why not? Man muss ja auch nicht immer alles können. Ja, dafür gibt es ja die Leute, die das dann gerne machen und die sich für diesen Beruf entschieden haben und klar. Jo, genau. So, ich denke. Also alles in allem. Sollte fest sein. War doch jetzt keine 10 Minuten, oder? Nee, ging easy. Aber das sieht man noch ein bisschen arg matt aus, oder? Ja, die Schutzfolie sollte vielleicht da unten. Genau.
Also so nach ca. 24 Stunden ist die vollständige Haftung gewährleistet. Am besten das Fahrzeug über Nacht stehen lassen, kein Regen drauf kommen lassen und dann fliegt das Ding nicht mehr ab. Sitzt, wackelt und hat Luft. Jawohl. Super. Beziehungsweise auch cool. Gar nicht, gerade wenn du jetzt hier im inneren Bereich guckst, weil ja der Original-Spoiler von dir ja wirklich so krasse Kontur hat. Ja. Das liegt ja echt wunderschön an. Ne? Ja. Gefällt mir. Ja. Hat hier auch von der seitlichen Optik natürlich nochmal eine richtig schöne Verlängerung. Ja. Ne? Doch, finde ich auch sehr geil. An sich von der Größe her, von der Verlängerung, finde ich super. Ja, also es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Passt, so. Können wir so lassen. Machen wir erst noch schnell die Fingertatscher weg mit unserem guten Spezialreiniger. Und das ist so ein All-in-One-Wundermittel, was reinigt und dann auch nochmal versiegelt. Also du kannst es auch tatsächlich als Detailer nehmen für dein Auto und dann glänzt da wieder richtig. Das erste Teil hätten wir. War doch einfach, oder? Ja, das ging jetzt nicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, bauen wir schnell das Auto um. Wir müssen ein bisschen höher legen, damit wir genug Platz für die Schweller und den Frontansatz haben. Ja. Also, kurze Pause, gleich geht's weiter. So, wir haben beschlossen, wir machen mit der Front weiter. Aber bevor du jetzt die Nietpistole von mir in die Hand kriegst, kriegst jetzt erstmal eine Einweisung und machst somit deinen Waffenschein. Weil wenn man eine Pistole das erste Mal in der Hand hat, sollte man auch wissen, wie man mit umgeht. Ich habe mal hier zwei Musterstücke mitgebracht. Die hebe ich und da darfst du jetzt zwei Löcher reinbohren. Gut. Nicht zu tief, weil sonst kriege ich mega vom Dominik, dass ich seine Bühne auch gebohrt habe. Beziehungsweise du wärst der Größe. Jawohl. Und jetzt haben wir im Endeffekt dasselbe, was wir später an der Front machen, um den Frontspoiler zu befestigen. Müssen wir einmal komplett durchbohren und dann vernieten wir das Ganze. Magazin wird hier vorne geladen. Du hast hier einmal den kleinen Stift, hier rein und hier ist der Abzug. Und dann let's go. Und dann einfach Glück aufdrücken. Ab. Jawohl. Sicher. Ja. Und nochmal. Aha! Bam. Okay. Ja, gut. Du hast die erste Niete genietet. Weil es so schön war, gleich nochmal. Okay. Gut. Also war doch gar nicht so schlimm, oder? Ja, ich glaube, das. Und hier sieht man natürlich ganz schön nochmal, wie sich die Niete dann aufspreizt und dadurch dann die Verbindung und die Zugfestigkeit herstellt. Ja. Und dann hebt das Ding Bombe. So, da haben wir auch schon unseren Frontansatz. Anders da jetzt, wie den Heckflügel, ist das ja von unserer neuen Produktserie von den gefrästen Voll-ABS-Bauteilen. Gefräst in der Hinsicht, wir haben Vollmaterial, wird Kontur gefräst und dann in dieser Variante auch hier im Baukastensystem dann zusammengesteckt. Vorteil ist, du hast halt hier natürlich auch nochmal extreme Gestaltungsmöglichkeit. Wie du siehst, hast du hier in der unteren Lage quasi nochmal wie so eine kleine Lippe, wo ich mir gut vorstellen könnte. Dass wir die eventuell rot machen. Richtig, wenn du halt das Konzept beibehalten willst. Und dann kannst du natürlich farblich echt wunderbar spielen. Ansonsten von der Montage her habe mir hier schon die Punkte, die man durchbohren müssen, vorgebohrt. Das heißt, jetzt müssen wir einmal komplett durchbohren und dann geht's an den Stoßfänger dran. Bam. Gut. Erledigt. Hat es kaputt gemacht? Nee. Nee, alles entspannt. Das passt. Jetzt müssen die ganzen Schrauben hier raus. Da brauchen wir einmal eine Achternuss. Ja.
So, jetzt muss das gute Stück da drauf. Wie machen wir das? Ja, wahrscheinlich auch irgendwie erstmal fixieren, oder? Richtig. Da hole ich den Kumpelgetriebeheber mal. So, jetzt schnappt er mal das Klebeband. Ich hebe das links und rechts. Und jetzt versucht es mal so gut wie möglich irgendwie festzutapen, dass es nicht groß abhauen kann. Am besten. Ohne dass ich die Löcher zudrücke, ne? Vorteilhaft wär's. Aber auch hier finde ich total gut, dass du das hinkriegst, das Klebeband mit der Hand abzureißen. Ich habe einen Kollegen, seit wie vielen Jahren kennen wir uns schon? Wenn er das Video sieht, er weiß sofort, was ich meine. Aus Datenschutzgründen sage ich jetzt hier keinen Namen, gell, Thilo? Und der kann es nur abbeißen, gell? Jedes Klebeband beißt er ab. So geil. Ich lache mir jedes Mal ab. Ja, ist auch eine Option. Also. Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, ich fixiere es und du baust das erste Loch. Jetzt ist aber ganz wichtig, ne? Du darfst nicht komplett durchbohren, weil wenn du oben wieder rauskommst, dann warst du zu weit. Gut? Passt. Ja? Okay. So, jawohl. Gut. So, und jetzt nieder mal. Nochmal. Allerweil. Okay. Und schon sitzt das Ding. Jawohl, Flucht passt alles. Einwandfrei. Ding drin, ja. Nee, da irgendwas ist da vorne drin. Okay, zieh mal auf den Abzug. Jetzt ist weg. Nee, ist gut. Immer noch drin. Was ist denn da los? Zeig mal her. Ich hab's kaputt gemacht. Jackpot! Vorführeffekt. Perfekt. Okay. Und jetzt arbeiten wir uns von der Mitte nach außen durch. Noch bin ich nicht oben raus. So, Akku sei Dank, haben wir mal einen kurzen Break machen müssen. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Aber jetzt haben wir mal wieder Power. Frontspoiler ist fertig. Ein kleiner Fail ist passiert, kommt mal hier ums Eck. Wichtig beim Bohren später, hier oben, dass ihr wirklich senkrecht bohren tut. Das ist jetzt nicht ganz so 100% passiert, deswegen hat sich die Niete auch nicht genau rangezogen. Sprich, einmal die Nieten hier unten aufbohren und dann nochmal gerade durchsetzen, nach hinten schieben und eine neue Niete rein und dann sollte das passen. Dann gehen wir jetzt noch an die Seitenschwelle dran, oder? Machen wir. Hier ist das Ganze eigentlich identisch von der Vorgehensweise. Das heißt, wir tun jetzt erstmal fixieren. Ich bin bereit. Wichtig ist, vorne und hinten haben wir einen planen Abstand, dass man richtig schön zur Karosserie stehe. Wie sieht es bei dir hinten aus? Ja, gut. Gut? Ja. Okay, Achtung, ich versuche das mal. Hast du? Zu halten. Et voilà, wir haben es geschafft. Perfekt. Und war doch nicht schwer, oder? Nee. Geht, ne? Man hat am Anfang ein bisschen Respekt davor, aber eigentlich... Ja, klar, ich meine, ist, ne, ist eigene Auto, da möchte man natürlich nicht irgendwie was... klar. Im besten Fall nichts falsch und kaputt machen. Gut.
Aber was mir natürlich auch ganz gut gefällt, hier auch in Kombination mit dem Frontansatz, haben wir hier auch nochmal die zwei Ebenen, ja, die hier entsprechend natürlich auch nochmal schön farblich gestalten könntest. Ja. Und ansonsten hast du doch halt schöne tiefe Wirkung in allem drum und dran. Die finde ich gut. Jetzt haben wir die ersten Teile verbaut. Ich würde sagen, wir lassen den Nachschub kommen und dann machen wir einen Teil 2 weiter, oder? Können wir machen. Feierabend für heute. Genau. Auf ins Wochenende. Hast du gut gemacht? Perfekt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder. Bleibt dran und seid gespannt, was noch alles folgt für das Auto. Macht's gut. Ciao. Tschüss.